Willkommen zurück, Luigi-Freunde, hier bei New Super Luigi U Deluxe. Ja, wir haben im letzten Part die Zuckerwatten-Wolkenzone abgeschlossen und können nun in den Sturm gehen, in dem sich Peach Schloss verbirgt. Der Pilzpalast. Oh, Luigi. Na gut, dass sie Luigi ruft. Ich weiß gar nicht, wie es ist, wenn man jetzt mal Toto Todetti reingegangen wäre. Aber ich glaube, da hätte sie auch die richtigen Namen gerufen. Okay, Pilzpalast 1. Magma Schlossgraben. Ja, das könnte nochmal eine richtig schwierige Welt werden. Ja, und hier fallen nämlich auch wieder Meteoriten. Aber hier oben wird doch was sein, oder? Nichts? Ach komm. Okay, da oben wird man nur sehr gut von Meteoriten getroffen. Den Panzer brauche ich. Alles klar. Ja. Der obligatorische erste Fail. Im ersten Level. Wie immer ganz billig. Und jetzt dürfte es einigermaßen besser laufen. Hoffe ich. Also sicher bin ich mir natürlich nicht. Das hat mich jetzt aber auch gestört, dass ich da oben nichts war. Koopa, pass auf. Stirb hier bitte nicht. So, die Stuckon hätten wir. Den Koopa nehme ich auch mal mit. Ja gut, diese Säulenbögen oder was auch immer das sind, die sollen wahrscheinlich... Ah, verdammt. Die sollen wahrscheinlich einfach nur Schutz bieten. Ach, du blöder Koopa. Ist hier was? Nein. Na, das war dumm. Das war richtig dumm. Die zweite Starcoin. Ich fürchte nur... Na gut, vielleicht auch nicht. Dass die Meteoriten das da oben kaputt machen. Na, und hier wird man irgendwo... Ja, ja. Mhm. Oh, falsche Seite. Auf der anderen Seite wird doch was sein, oder? Ja, natürlich. Ach ja, Secret Exit. Okay. Dann haben wir den Secret Exit. Ja, das Luigi-Stack ist hier. Eine Zielstatue. Okay. So, der führt natürlich wieder oben. Über die Mauer. Dann wieder nach unten. Das ist echt ein komischer Weg. Ich meine, man hätte das Level ja auch oben auf der Mauer machen können. Hat man aber nicht. Naja. So, hier fehlt aber noch ein Starcoin und der reguläre Ausgang. Müssen wir noch nachholen? Ja. Hier ist kein Item, oder? Nein. Einfach laufen, Luigi. Einfach laufen. So machen wir das. Und dann geht's schief. Klar. Ach, Manno. So, jetzt aber bitte. Oh Mann. Wow. Oh, ich lasse es sein. Gehe ich halt ohne Eisblume. Seltsam. Naja. So, da oben hin muss ich jetzt nicht mehr. Oh, und jetzt ist Starcoin. Alles klar. Ja. Da oben zu sein ist allerdings auch ein bisschen problematisch, weil man nichts sieht und, wenn Meteoriten von oben kommen, ist das schlecht. Nee, aber das Level ist eigentlich in Ordnung. Finde ich gut, ist, ist natürlich wie die meisten Level an das Level aus dem Mario-Teil angelehnt. Wurde aber schön verändert. Ich bin so blöd. Ich bin wirklich so blöd. Okay, jetzt muss es aber klappen. Thank you.
Ach, das gibt's doch nicht. Da muss ich jetzt doch die roten Münzen sammeln. Mano. Oh. Ah, ich habe wahrscheinlich verdient. Genauso wie ich das verdient habe. Okay. Ein Versuch noch, sonst muss ich schneiden. Kann nicht sein, dass ich an diesem Level 6 Minuten hänge. Haha. Ah, das war schlecht. Das war sehr schlecht. Ich versuche noch, ja, die Eisblume zu kriegen. Denn mit der bin ich natürlich besser unterwegs. Ist ja ganz klar. Ah, oh, das gibt's doch nicht. Kann ich hier runter? Ja, ich muss nur aufpassen. Nein. Nein, das gibt's nicht. Oh. Gut, dann schneide ich das Level jetzt eben. Ich hole die Starcoin und ab da geht's dann weiter. So, da wären wir. Naja. Immerhin haben wir es jetzt geschafft, endlich. Das wäre jetzt wirklich ärgerlich. Naja, wir müssen einfach weitermachen und auf das Beste hoffen. Kreuzfahrt auf dem Magma-Meer ist das zweite Level. Das klingt nach einem Floß. Ich glaube, ich gehe mal hier hoch. Genau, hier ist nämlich das Darkhorn. Das hat mich jetzt auch gar nicht überrascht. Messi aber nicht, oder? Nee. Das andere kann ich nicht mehr checken. Dafür habe ich nicht mehr die Zeit. Jetzt kommen die ganzen ekelhaften Gegner hier hoch. Oder runter eher. Ach, du blöder Gumba. Oh nein, hier ist ein Star. Cool. Ja, okay. Normalerweise bin ich es, der die Gegner von oben besiegt. Jetzt hat allerdings ein Koopa auf mich gesprungen. Bye bye. Here we go. Ach, Luigi. Oh, und ich sehe auch gerade, hinter uns ist, ist der rote Nebel. Und jetzt schaffe ich es hier nicht hoch, oder was? Naja, der schwarze Nebel eher. So, ich brauche einen Koopa. Das gibt's doch nicht. Jetzt kommt hier kein Koopa mehr, oder was? Doch. Ach, Mann! Das mit dem Koopa wird doch ekelhaft. Ich glaube, ich nehme die Eisblume. Ja, das mache ich. Dann kann ich mich auch Gumbas und alles nehmen. Ja, doch, wir haben noch eine. WTF? Okay, Pinguin geht auch. Irgendwie. Irgendwie spielt der Controller, glaube ich. Also wirklich, das ist jetzt nicht irgendwie so eine billige Ausrede. Das war alles sehr seltsam. Vielleicht sogar eine Eisblume nehmen. Ist ein bisschen seltsam, weil ich finde, die braucht man hier schon ein bisschen. Oh, süß. Geht so. Oh Gott, jetzt bin ich wieder dumm.
Kann mal jemand hier runterfallen, bitte? Danke. Ist egal, ich hab's noch, ich hab's noch. Dann eben doch mit dem Goomba, mit dem Koopa. Jetzt geht doch mal hier weg! Ah, endlich. Ah ja, und hier gibt's eine Eisblume. Aber nicht für mich. Aber so wie es aussieht, ist das Level gar nicht lang. Nee, nee. Okay, dann haben wir auch das geschafft. Uns hat jetzt ungefähr ein Drittel der Zeit wie das erste Level gebraucht. Auch nicht schlecht. Okay. Das ist das dritte Level, oder? Ja, heiß genug. Ja, für mich auf jeden Fall. Interessant, dieser Hothead. Das habe ich ausnahmsweise mal ganz gut gerettet. Und das war auch ganz schön knapp. Ich gehe unten her. Mhm. Erstmal hier ein bisschen verarschen. Ah, und hier ist auch das Luigi Easter Egg. Ganz schön ekelhafte Stelle, aber habe ich auch ganz gut gemacht, glaube ich. Okay, und auf Treppen kann man nicht rollen. Alles klar. Kann man nicht rutschen. What a surprise. Ach komm! Ah, hätte ich die Eisblume nicht gewollt, wäre alles gut gewesen. Daran lag's. Das Problem ist, jetzt werde ich die eine Starcoin nicht mehr kriegen, weil das doch eine ziemlich ekelhafte Stelle war. Genauso wie ich diese Starcoin hier einfach mal übersehe. Na gut, geht doch eigentlich ganz gut. Ja, Eisblume, auf dich verzichte ich jetzt. Und ich bereue es auch schon wieder. Aber naja, immerhin bin ich jetzt hier mal durchgekommen. Jetzt komme ich nämlich hier nicht weiter ohne Eisblume. Ach, das gibt es doch nicht. Ja, nee, ohne Eisblume geht das nicht. Alles klar, dann brauche ich die. Ich dachte, es hätte ja gereicht, wäre ich groß gewesen. Ich hätte ja einfach mich verletzen lassen können. Aber ich wäre auch wieder rausgekommen. Das so viel Cooldown habe ich schon. Ja, Pustekuchen. Das gibt's doch nicht. Genau, Wandsprung. Ist aber auch irgendwie ekelhaft hier, oder? Also auch das Münzen sammeln. Ohne Eisblume brauche ich ja gar nicht weitergehen, deswegen. Ah. Ja doch, ich kann die damit töten. Alles klar. So. Geht's hier ins Ziel? Nein. Hier auch. Nicht. Oh, verdammt. Ich dachte, ich könnte noch einmal abspringen. Ach, Mann. Na gut, jetzt gebe ich mir richtig Mühe. Ich mache jetzt auch nichts Überhastetes. Sage ich zwar, aber ich kann mich da eh nicht dran halten. Was das angeht, bin ich einfach unfähig. Seht ihr? Ich kann es nicht anders. Ja, du hast recht, Luigi. So. Oh, das war knapp. Los, geht da weg, Hotheads.
Alles gut, alles gut. Ach, das war auch dumm. Naja. Auch das Level haben wir geschafft. So. Jetzt noch das vierte Level. Ja. Und der Bowser-Fight wird dann wohl im nächsten Part stattfinden müssen. Eigentlich hätte das alles hier reingepasst, hätte ich mich nicht so ewig lange dumm angestellt. Das ärgert mich jetzt sehr. Aber ich will die Fels auch nicht rausschneiden. Aufstieg im Feuerbrunnen. Ach ja, das ist das Aufzug-Level. Oder? Ja, mehr oder weniger. Ich dachte, wenn es Starcoin und kein Lava-Becken. Ach, ich dachte, ich hätte Starcoin da gesehen. Naja. Ist ja nicht so wild. Macht man es einfach nochmal. Na, man sieht auch eigentlich das Lava-Becken von oben, alles klar. Kann man da rein? Nee, sieht einfach nur seltsam aus. Oh. Okay, da ist die Starcoin. Wenn ich jetzt auch noch erfahren würde, ob es die erste ist, wüsste ich, ob ich irgendwas verpasst habe. Nein, ist das die erste? Alles gut. Oh, ich muss aufpassen. Ah ne, die gehen zwar kaputt, aber die kommen auch wieder. Also ich dachte, wenn die Meteoriten draufknallen, wie jetzt, kommen die nicht wieder, aber die kommen wieder. Oh, verdammt. Na, da oben wird nichts sein. Okay, Starcoins haben wir. Und das Level ist abgeschlossen. Eigentlich passt es doch noch. Ich mach das Finale jetzt hier, so wie ich es geplant habe. Es ist eben eine kleine Welt. Es sind nur 6 Level. Also dann. Pilzpalast, Palast, Stromschlag oder Magmabad. Wir haben die Auswahl. Nett. Wahrscheinlich haben wir nicht die Auswahl. Wahrscheinlich sollte da eigentlich UND stehen. Aber es geht schon. Irgendwie schaffen wir das. Geschenke kriegen wir aber nicht. Okay. Ach ja. Auch hier steigt die Lava zwar langsamer. Wobei, die Lava ist gar nicht gestiegen, oder? Das habe ich mir nur eingebildet bei einem anderen Level. Aber hier steigt sie. Interessant. Ach, nur ein One-Up. Ganz schön große Tür. Gut. Aber hier sollte ich nochmal einen Pilz bekommen. Genau. Hier geht's rein. Das war super, das war richtig genial jetzt. Genauso wie das hier. Gehst du wohl weg? Ist hier noch was? Nochmal ein Leben. Na gut, nehme ich auch mit. Na komm. Ja, als ob ich... Ach, komm. Als ob da ein Bonbon kommt. Made it. Made it. Naja, dann gehen wir mal da hoch. Für das Finale. Weißt du noch, speichern? Sicher, sicher. Die letzte Schlacht im Pilzpalast-Palast. Hm.
Du bist wieder dabei, ist klar. Du machst mir meine Brücken kaputt, du blöd Mann. Jetzt komme ich da nicht in den roten Ring ran. Bowser Junior, ich hasse dich. Ach, Mann. Ah. Luigi. Bitte, mach doch was richtig. Ach, und jetzt geht's. Das ist ja behindert. Also, das ist ja wirklich dumm. Das ist wirklich dumm. Weil mein Timing schlecht war. Nee, aber ich brauche die eigentlich. Oder... Komm, ich habe die Items. Dann verzichte ich darauf, weil ich sehe schon, da wird auch eine Starcoin sehr schwer zu holen sein. Nehmen wir den Propellerpilz. Ist vielleicht nicht die beste Auswahl, weil Fliegen ist ja eine schlechte Idee, wenn da oben so ein Bowser Junior rumschwirrt, aber... Für gute Ideen bin ich ja auch nicht bekannt. Okay. Hallo? Machst du auf? Danke. Das war irgendwie noch nicht perfekt. Ja, das war auch nicht perfekt, aber... Danke trotzdem. Hast du jetzt die Brücke kaputt gemacht, oder was? Aber sie kommt wieder. Oh, das ist aber perfekt. Danke. Ach, Leben. Item wäre mir lieber. Und jetzt? Okay, alles gut. Oh, du Blödmann! Nein! Nein! Wieso kann man an ihm einen Wandsprung ausführen? Wieso geht das? Ging das? Das ging noch nie. Das ging jetzt nur ein einziges Mal, damit ich hier in die Lava falle. Obwohl ich alles eigentlich ganz okay gemacht habe. Ja, nicht gut, aber okay. Wut. Du musst den Block hier wegmachen. Aber kann ich ja selber, oder? Ja, kann ich. Sollte ich aber nicht, weil jetzt habe ich nicht mehr sehr viel Platz für einen Wandsprung. Ach man. Da sammle ich mal die roten Münzen und dann passieren auch solche Sachen. Ah. Na gut. Oh, das war schlecht. Das war ein schlechtes Timing. Ja. Okay, die Stelle ist echt fies. Das ist nicht so einfach, das Timing da einzuschätzen, finde ich. Also, Wenn ich zu früh laufe, falle ich in Lava und krieg die Münzen nicht, weil ich eben jetzt wie gerade... Ich nehme jetzt ein Item. Ich habe da keine Lust drauf. Das gefällt mir nicht mit den roten Münzen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich meine, so viele Items habe ich jetzt auch nicht. Wobei, ich habe ja noch die Power-Eichel. Nehme ich die. Hat sich Luigis Hautfarbe dadurch geändert? Glänzt er jetzt? Habe ich das richtig gesehen? Ich dachte immer nur, dass die Kleidung... Aber ich glaube, er glänzt auch, oder? Oh Mann. Und warum sammle ich jetzt doch die Münzen? Bin ich blöd? Scheinbar ja. Ey, du machst es aber auch immer blöd, oder? Also, was ist mir egal? Ich kann fliegen. Oh, mit dem Item ist es irgendwie zu einfach. Das bräuchte ich jetzt doch ein bisschen. Wobei, nein, ich bereue es nicht. Die Starcoin hat mich gerade genervt. Außerdem habe ich es jetzt nicht wirklich missbraucht. Ich bin nur einmal geflogen mit einer normalen Super-Eichel auch. So, schnell weg. Starcoins haben wir ja. Und das ist so traurig, ich hätte das ja eigentlich schon mal geschafft. Ah. Nee. Gehen wir als P
Teeeiche Luigi dahin. Zu Bowser. Der uns hier mit Feuer bespeien möchte. Alles klar, ich nehm's zurück. Oh Gott, bin ich blöd. Oh weh, ich werde hier auf jeden Fall verlieren. Ich habe gerade irgendwie meine ganze Position total verspielt. Oh Gott, geschafft. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Ja, geh weg. Das Problem ist, wir wissen ja, das ist nicht der echte Bosskampf. Der echte Bosskampf kommt jetzt erst noch. Und auch in diesem Level gab es keinen Checkpoint. Verkrüppelter Kamek muss hier wieder beihelfen. Aber im Grunde kämpfen wir ja auch nur gegen Leute, gegen Gegner, die wir alle schon mal besiegt haben. Kamek, Bowser Jr. haben wir dreimal besiegt. Naja, zweimal. Ich weiß auch gar nicht, wie er es so schnell schafft. Naja. Luigi! Okay. Du bist zwar groß, aber ich habe keine Angst vor dir. Warum auch? An die habe ich schon ziemlich Angst. Ich werde es auch nicht schaffen. Das ist irgendwie ziemlich aussichtslos. Einmal getroffen habe ich ihn jetzt. Aber. Ja. Wo hätte ich denn da hinlaufen sollen? Na toll, jetzt darf ich das ganze Level nochmal machen. Aber ich werde jetzt immer bis zu Bowser schneiden, weil. Naja. Sehr viel mehr sehenswert gibt es hier nicht. Also, sehen wir uns bei Bowser. So. Oh, ich kann mir sogar aussuchen, ob ich eine Feuerblume oder eine Eisblume will. Das ist ja nett. Ja, ich habe sehr viele Fails hinter mir. Irgendwie weiß ich auch nicht, was da lief. Auf jeden Fall lief nicht alles so gut. Aber jetzt habe ich alle Star Coins. Bin hier. Möchte meine Power-Ups auch nicht sofort wieder verlieren, so wie im ersten Versuch. Na, ich warte. So ist in Ordnung. So, Bowser, und jetzt kriegst du was. Besiegen wir mit Feuerbällen. Hält ja nicht so viel aus. Wobei? Ist er stärker geworden? Nein, ist er nicht. So, und jetzt sieht alles auch schon viel besser aus. Jetzt haben wir nämlich... Ja, wir können uns zweimal treffen lassen. Das ist eigentlich ganz gut. Auch wenn der zweite Treffer irgendwie sofort nach dem ersten immer kommt. Ich weiß nicht warum. Hat sicher irgendwas mit Selbstbewusstsein zu tun, denn das wird zerstört beim ersten Treffer. Aber okay. So, jetzt hier zum Kampf. Ja, ja, ja. Ich darf auch nicht vergessen, dass Luigi ja immer so richtig ekelhaft auf dem Boden rutscht. Oh, das gibt's nicht. Ist Bowser schneller geworden? Kann das sein? Okay, er hört auf jeden Fall auf. Ohne Feuerblume fühle ich mich schon wieder viel unsicherer. Verdammt.
So. Dann schnell mit der Kutsche angreifen. Oh, lauf, Luigi, lauf! Doch, ich glaube, Bowser ist ein bisschen schneller. Ich kann ihm so gerade entkommen, aber auch nur so gerade. Okay, jetzt aber schnell. Das kann nicht sein! Nein! Was soll ich denn da machen sollen? Ach Mann, gib mir dein Ding zurück. Oh, armes Bonbon. Ach, das ist meine Kutsche. Nein! Wow. Gehst du mal bitte weg? Ja genau, spring. Dann laufe ich nämlich hier weg. Es kann nicht sein, dass der dritte Treffer jetzt auf einmal so schwer ist. Jetzt aber komm! Nein! Jetzt habe ich dich! Boah! Boah! Wir haben es geschafft. Peach ist mal wieder befreit worden. Und diesmal von Luigi. Ja. Spring du deinem Vater hinterher und komm nicht wieder. Na, Mopsi ist im Hintergrund. So, Luigi kriegt seinen Kuss. Und das Pilzkönigreich ist wieder befriedet. So, haut ab, ihr. Kennen wir ja leider alle schon, hat sich nichts dran geändert, finde ich ein bisschen schade. Man hätte ja zumindest noch irgendwo ein Luigi Easter Egg hinpacken können, aber ich sehe hier keins. Naja, ist eben so. Dafür hatten wir aber wirklich sehr viele gute Level. Ganz fertig sind wir natürlich noch nicht, es kommt noch die Sternenwelt. Ja, aber dann war es das auch. Ja, und auch Marius hier nicht dabei. Mopsi war hinten oben auf dem Turm. Aber gut. So. Dann lasse ich hier die Credits ablaufen. Ein paar Münzchen. Ja, was soll ich hierzu sagen? Es ist eben ein DLC, ganz klar. Man hat ja auch gemerkt, klar, die Level waren neu. Es gibt auch ein paar kleine neue Mechaniken. Oder Elemente. Aber im Großen und Ganzen ist es eben, ja, New Super Mario Bros. U. Aber ich fand's sehr schön. Ich fand die Level deutlich fordernder. Ja, muss ich glaube ich nicht betonen, dass das hier eben das schwierigere Spiel ist. Man wird auch immer gewarnt, wenn man das Spiel, wenn man den Modus wechseln möchte, also von Mario auf Luigi, ob man denn bereit dafür ist. Finde ich ganz lustig. Ja. Also. Ich lasse die Credits ablaufen. Und wir werden uns dann in der Sternenwelt wiedersehen.
Hey!